Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge 7 Days to Die mit dem guten Pappnase. Hallo Pappnase. Hallo. Da ist er. Uns geht's gar nicht so gut. Wir kommen aus diesem verfluchten, verbrannten Biom nicht mehr raus. Wir haben hier so eine kleine Oase, grünes Biom gefunden, aber das ist nicht wirklich, wirklich viel. Und ich glaube, hier fängt schon wieder eine Stadt an oder sowas, Pappnase. Nee, glaube ich nicht. Also von der Karte her sieht das so aus. Also ich flitze einfach mal wie doof hier durch. Ich darf wieder ein bisschen schneller laufen. Ich kühle mich gerade ab. 96 habe ich nur noch. Oh. Schönes Häuschen. Und das ist sogar offen. Das ist eine Garage. Jetzt zieh ich den Hut mal auf. Eine Kartoffel. Ich habe eine Kartoffel gefunden. Ui. Und ein leeres Buch. Ups. Ja, zum Essen haben wir jetzt schon einiges zum Anbauen. Und eine Leiche. Okay, die müssen wir auch noch leer machen. Okay, hat sich erledigt. Warte mal, so, wir haben sehr spät. Wir müssen jetzt einen Unterschlupf finden. Hier ist ein Haus. Hier ist eine Stadt. Tatsächlich. Eine heile Stadt? Ja. Cool. Oh. Jetzt aber rubbel die Katz, komm. Na, die ist fast heile, ne? Ja. Oh nein, die ist abgeschlossen. Komm in dem Haus. Das erste Haus habe ich jetzt gebunkert. Ja. Das erste da. Was ist jetzt los? Was denn? Level up. Ach so. Level up hört sich voll komisch an. Mhm. Wäre geil, wenn wir uns einen Ofen machen könnten oder sowas. Aber wir, ja. Wir sind echt noch am Arsch. Wasser. Ein Knüppel habe ich. Tausche ich aus gegen. Ach, ich will nichts austauschen. Was ist das denn für ein Tisch? Leere Dose. Ich brauche Medikamente. Hier sind zweimal Werkzeuge drin. Zweimal Werkzeuge heißt. Diese Schraubenschlüssel. Achso. Hunting Rifle Receiver kann ich jetzt nicht rausnehmen. Ich habe auch die Taschen rappelvoll. Ach, wieso schließen die denn hier alles ab, ey? Sowas Nerviges, ne? Was ist das denn? Da muss ja 1 Million mal irgendwo über vorknüppeln. Das nervt. Ich brauche erstmal. Ich muss jetzt erstmal gucken, welche Waffe bei mir wie stark ist. Also fangen wir mal mit dem Messer an. 7 21 Oh, eine Jeans. 7 Oh. Knüppel. Ist er down? Ja. Hier, Stoff. Ah, hier sind Gardinen. Glaube ich besser mit der Hand hier. Ja, das ist wirklich besser. Das ist sowas von primitiv, was wir hier machen, aber wir müssen ja irgendwie anfangen. So, jetzt ich glaube, ich habe schon einen Schlafsack zusammen. Ja. Nee, mir fehlt noch 7. Wie braucht man? 10 Stück, oder? Ja. Ich würde jetzt gerne hier rein, aber... Ja, warte, ich kann mir, glaube ich... ach, scheiß mal auf die... Doch, nee, die Eisentür können wir gleich verbauen. Habe ich nicht irgendwas zum Knüppel noch, ey? Das ist doch Erbärme hier, Mann. Ja, diese dämliche da. Stone Axe kann ich basteln. Hier. Mehr Gardinen. Hier sind Gardinen. Die sind aber auch hässlich. Die kann man nur kaputt machen. So hässlich sind die. Sleeping Bag. Ich darf einen bauen. Ach man, ich drücke mal auf den falschen Knopf. So. Craft einen Sleeping Bag. So, ich hab ordentlich Zeugs schon gesammelt. Ey, wenn man so in mein Inventar ja. Sieht das sehr lukrativ aus. Also, ist schon sehr, sehr angenehm.
Empty Can. Hast du schon eine Dose weggeworfen? Was hier schon? Nee. Shotgun Stock. Was jetzt stöhnt der schon wieder? Der hat aber auch immer irgendwas, ne? Bis 15. Der Haushalt von... Oh, das ist ja Hammer, ey. Meine Hunting Rifle Schematik, cool. Gefunden haben wir schon gut. Ach, guck mal, du bist schon eingebrochen. Sehr schön. Was hast du an Hunting Rifle Parts? Ich habe Alkohol gefunden, juhu. Ich habe Hunting Rifle Receiver. Ende. Okay. Pistol Grip werfe ich mal weg. Ja, ich habe nur Hunting Rifle Receiver. Okay, Shotgun Receiver habe ich noch. Hunting Rifle Barrel habe ich auch. Ich würde dir jetzt helfen, aber ich habe nichts. Alles gut. Ich fisse das mit. Bam. Tu es. Eintritt. Also mein Loot. Mein Loot. Klamotten. Und ein Bett. Also ich würde sagen, wir machen uns erstmal oben gemütlich. Ja. Oh, also jetzt im Ernst. Hier oben ist auch wieder alles abgeschlossen, ne? Es ist... Sind die denn in der Apokalypse nochmal schnell auf den Balkon gegangen, auf den Dachboden gegangen und die Tür abgeschlossen? Ja, ja, klar. Also ehrlich. Darf hier niemand einbrechen. So riesen die andere Teile Keule. Die sieht auch furchtbar aus. Weiß nicht, ob da Alufolie drum gewickelt ist oder so. Wir machen mega Krach, weißt du das eigentlich? Ja, ja. Es ist 21.42 Uhr. Mein Loot, mein Loot! Aber hey, oh, Bücher. Klamotten. Ja. Aber guck mal, ich hab was. Warte mal, hier. Boah, achte. Was machst du? Ach, du willst den. Ja, den habe ich vorhin schon genutzt. Hä? Was ist hier denn her? Einen habe ich gesammelt, gefunden. Ehrlich, was für ein Glück, ey. Ja. Hier, Schlafsäcke hier rein, komm. Ich mache mir jetzt hier gemütlich. So. Nacht. 22 Uhr ist also Nachtbeginn. Ach du Scheiße. Da unten rennen sie. Aber die kommen nicht anders ran. Wir sind jetzt auf jeden Fall erstmal eine Nummer. Auf jeden Fall. Erstmal nur mal sicher hier. Das ist schon mal was. Ich habe 91 ich Federn habe ich jetzt schon. Krass, ich habe gerade mal 24. 5 Kochtöpfe. Ich habe auch Fleisch in der Tasche, ne? Deswegen rieche ich die ganze Zeit auch wahrscheinlich. Oh, Öl. Was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir den Salat. Wieso? Was soll man jetzt machen? Das ist ja hier ein bisschen öde gerade, ne? Ja. Ja, kann man nicht viel machen, ne? Ne. Ich meine, ich kann jetzt hier mal kurz bei mir reingucken, was brauche ich denn hier? Was habe ich denn an? Ich zieh mir meine Hose an. Das höchste. Mein Gott, habe ich schlechter als das. Hab ich ein Sixpack, ey. Das verschrotte ich. Oh oh. Sind die bei uns an der Tür dran? Yep. Ich sehe nichts. Da ist einer an der Tür. Ich sehe nichts. Da ist einer an der Tür. Der macht die kaputt. Der macht die kaputt. Warte. Wo ist meine Fackel? Warte, ich hänge eine auf. Mach das. Scheiße. Boah, ist die nah. Papier. Der hat mich getroffen. Beim Umfallen trifft er mich. Oh, die Tür sieht nicht mehr gut aus. Was brauche ich denn, um die zu reparieren? Alles, was wir nicht haben. Ich blute. Ich auch. Nee, oder? Oh. Scheiße. Das ist laut. Ja. Ich denke das. Hier auf dem Dach. Ist viel ruhiger hier oben, Pappnase. Komm lieber auf dem Dach. Okay. Jetzt müssen wir die Nacht abwarten.
meine Jacke, die ich anziehe, die macht mich so heiß. Ja, ja. Okay, was, komm, dann mache ich auch mal. Was für einen Sinn ergibt denn dann Kleidung, wenn sie mich eigentlich nur töten will? Es gibt einige Sachen, die nehmen dir die Wärme weg. Zum Beispiel der Hut. Aha. Nimmt die Wärme weg und ich glaube, ich habe irgendwie so eine Bluse oder so an. Wo ist das denn? Wo ist das? Ach, das ist kaputt. Scheiße. Aha. Was habe ich denn jetzt? Ich hab schon mal ein Headlight, also für unser Moped. Echt? Cool. Ja. Blueberries, ich habe ein verschimmeltes Brot, ich habe eine schicke Jacke, 5 Töpfe, eine Wollmütze, ein Stoff. Habe ich den nicht auf, den Hut? Den habe ich doch auf. Ja, ist ja Schrott. Ein Cowboy-Hut, sieht aus wie von Walking Dead einer. Insulation, waterproof. Das sieht doch mal gut aus. Man muss auf viele Sachen achten. Mein Gott, ist das laut. Ja. Machen wir jetzt. Ey, da liegt Bier. Wo? Bier. Hier. Hab ich das? Das ist meins. Collect Book. Aber da liegt doch auch ein Bier drauf. Wo denn? Ein Buch. Nein, hier ist nichts. Bei mir liegt ja gar nichts. Ja, habe ich aufgesammelt. Ach so. Wo liegt das denn? Nee, hier ohne Witz, hier lag so ein Buch direkt auf dem Schornstein drauf und auf dem Buch stand so ein Bierglas. Auf dem Schornstein? Ja. Scheiße, jetzt müssen wir die Nacht abwarten. Machen wir jetzt. Weiß ich nicht. Ja, ich habe jetzt so schöne Samen und sowas. Kartoffelsamen habe ich gefunden. Muss ich alles mal bunkern. Blueberries, also wir könnten schon einen kleinen süßen Garten uns anbauen. Ja. Böhnchen. Ich habe wieder was gegessen. Was ist, wenn ich Inventar drücke, kriege ich immer die Liste von den Spielern. Ja, ja. Chicken-Ration habe ich noch auf parat. Trinken ist eng. Ach, scheiße. Wenn man isst, dann hat man wieder mehr Durst, ne? Davon auch nicht vergessen. Ja. Darum habe ich gerade ein schönes Süppchen zu mir genommen. Süppchen. Wie lange habe ich eigentlich noch Dünnpfiff? Ich bin auch noch verseucht. 1,5 Spielstunden. Oh Gott, das wird kein gutes Ende nehmen. Wir hatten so schöne Staffel gemacht, ne, von Seven Days to Die. Das ist so schwer geworden. Müssen wir irgendwas erledigen, komm. Steht schon wieder hier vor der Tür. Echt? Ja. Boah, ist die kaputt. Bist du unten? Also. Er hält nichts mehr aus, die Tür. Komm. Helfen. Tür ist kaputt. Hilfe. Richtige Waffe auswählen. Oh gut, der liegt. Hat nichts verloren. Ist tot. Nix. Oh Gott. Stirb! Töte ihn! Jetzt ist ruhig. Noch undetected. Was tust du? Mal gucken, ob du das merkst. Ich bin gesenzt. Ich hab wieder Hunger und Durst. Das wird kein gutes Ende nehmen mit uns, niemals. Nee. Wir haben ja jetzt schon so wenig Wellness, das ist... Ja. Wie haben wir es eigentlich damals immer geschafft, so weit zu kommen? Da gab es ja gar nicht sowas mit Wellness und so. Denk mal an unser Wohnmobil und so, was wir alles hatten.
Doch, da gab es mal nicht. Ja, aber das haben wir trotzdem gemeistert. In die letzte Bastion. Ist das Spiel einfach nur noch Hardcore geworden? Na, immerhin haben wir schon Schlafsäcke. Ne? In der dritten Folge haben wir Schlafsäcke hingekriegt. So. Wie lange geht die Folge schon? Ich habe keine Ahnung, weil es ist ein bisschen langweilig. Ich weiß auch nicht. Sollen wir einfach einen Cut machen? Ich muss jetzt in Pipi. Machen wir einen Cut. Alles klar. Ich wollte mir noch rauchen gehen. Alles klar. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, die ging nicht allzu kurz. Bis dann. Tschüss.